Spiel bitte Medusas Labyrinth. Ist kostenlos auf Steam und ich finde es sogar echt geil. Alles klar, vielen lieben Dank für diesen kleinen Spielevorschlag. Wir spielen dann Medusas Labyrinth. Diesmal ohne Cappy, weil es warm ist wie sonst was. Und jetzt zeige ich euch, jetzt entblöße ich mich. Hier sind meine Haare, hat man schon lange nicht mehr gesehen, was? Die sehen so... Wow. Okay, ich glaube, so lasse ich das. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir starten jetzt direkt ein neues Spiel. Hier wird die Steuerung erklärt, aber sind wir mal ehrlich, als ob ich mir das merken kann. Ja, dummes Spiel. Erklär mir das, während ich es spiele. Mighty Poseidon, Lord of the Black Sea Depths, swirling dark and deep, who will shape the currents of faith. Save thy servant, break the open the earth and let irgendeine scheiß Mythologie hier, bla bla bla. Lieber Poseidon, okay, gut, das sieht auf jeden Fall ziemlich eigenartig aus. Ich habe das Spiel schon mal gesehen, aber ich war ein bisschen irritiert, habe jetzt auf YouTube geguckt, wer das so alles gespielt hat und ich habe da ein paar Leute gesehen, die ich auch kannte und die das in den Titel geschrieben haben, wow, das ist einfach abgefahren gut und so. You can interact with highlighted objects. Achso, ich kann mit denen interagieren, mit dem linken, okay. Father told me he had great news today, but he didn't sound pleased. He said I had been chosen, that I was to serve in the temple as an oh nein, er wurde geopfert, der Sohn, oder was? Idioten, I have always felt like I did not belong in the kitchen, but mother never let me see anything else. Dirty pants, pots, all day I prayed to him and now my God has answered. Why can't father be happy for me? Ach man, diese ganze Opferkacke, ne? Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass ziemlich viele Leute davon begeistert waren und ich habe das halt nur auf Steam gesehen und dachte mir, das sieht aber irgendwie nicht so gut aus, aber gut, dann habe ich mich wohl, ne, die alte Grafikhure Holly, hat sich wieder zu sehr ablenken lassen. Aber ja, ich fühle mich irgendwie, als würde ich Skyrim spielen, als würde ich eine Alpha von einer Skyrim spielen. Kann ich das ja auch angucken? Ach so, hier sind so ein paar Zettel. Today is the day they take me to the temple. Father, I said I could not call him father anymore. Oh nein, er wird zum Tempel geholt und er konnte seinen Vater nicht mehr Vater nennen. And that no one at the temple can know about him and mother. Keiner sollte über ihn und Mutter wissen. I have a bruise on my shoulder, where his fingers dug in when he grabbed me. The acolyte should come at sunset, he said, and that I should not worry, but I do worry. I have never seen that look in his eyes before. Scheiße, okay. Du hast auf jeden Fall eine Arschkarte gezogen. Jetzt gehen wir auch zum Tempel, oder was? Hey! Ich muss kurz überlegen. Ich dachte, das ist meine Glocke, die ich unten rumtrage. Ich habe ein kleines Indien-Piercing, ist halt eine Glocke, deswegen dachte ich mir, ups, die dingelt wieder, aber es ist diese riesige Glocke, okay. So. Okay, kann ich damit interagieren oder sowas? Nein, ich kann taub werden höchstens, wenn die jetzt nochmal klingelt. Let's go. Das hier ist so eine Statue, ich dachte, da steht jemand oder so. Kann ich das hier aufheben? Nein, das sind irgendwelche Schriftrollen, was ist denn los, was hast du gesehen? Die Medusa, er hat die Medusa gesehen, klar. Mann, das Spiel geht ja um die Medusa, heißt ja auch Medusa. Und die hat alles versteinert, oder was? Das ganze Leben? Medusa ist ja diejenige, die die Schlange auf dem Kopf hat und wenn du sie anguckst, dann versteinerst du und so einen Scheiß. Und, she is to become his body and soul, chosen by faith, they told me. An oracle to see the future and grant blessing according to Poseidon's will. I won't let him take my beautiful daughter. I have seen what the Hierophant and his followers do to Duspot. Girls in the sanctuary chosen, but for whom? Whose will see whom? Das kenne ich irgendwie, das Wort kenne ich jetzt gar nicht. Whom? Sagt mir gar nichts. Auf jeden Fall werde ich jetzt dieses Video gar nicht schneiden. Außer am Anfang natürlich den Anfang. Aber ich werde jetzt mal nicht schneiden. Wir werden das Labyrinth uns mal ansehen und ich hoffe, wir kommen da gut durch. Wow, das sieht echt gut aus jetzt hier gerade. Das sieht echt abgefahren gut aus. Was gibt es hier? Kann man hier irgendwie eine Fackel oder sowas holen? Ich habe aus diversen Thumbnails habe ich gesehen, dass man mit einer Fackel rumgelaufen ist. Ha! I'm not going to be an oracle after all. Father came with some men and killed the priests. One of his friends got stabbed and I screamed. Father slapped me until I fell silent. He never heard me before. Then they dragged me away somewhere within the temple. They locked me in here with a wounded man. I can hear his ragged breathing. There's a bubbling sound when he exhaled all over my blue dress to the one mother gave me on... Okay, auf jeden Fall ziemlich abgefuckte Scheiße. Okay, das sieht aus, als könnte ich da rein. Wo soll ich denn hin? Wieder zu... Wo soll ich denn hin? Hallo? Scheiße! Okay. Soll ich ins Bettchen oder was? Soll ich schlafen gehen? Nein? Ist hier vielleicht irgendwo ein kleiner Geheimgang? Das ist schon das erste Rätsel, oder? An den Ketten ziehen! Ich habe ganz halt diese Kette versucht.
Warum freue ich mich überhaupt? Da unten wird eine Medusa auf mich warten, die mich umbringen wird. Scheiße. Okay. Dann gehen wir mal rein in diesen kleinen dunklen Tunnel. Und suchen nach Fragen. Oh, fuck. Irgendwie gefällt mir das jetzt ganz und gar nicht. Mann, ich mach das Spiel mal ein bisschen leiser, weil ich hab's voll aufgedreht. Wenn da gleich ein Schocker kommt, dann bin ich Geschichte. In letzter Zeit erschrecke ich mich so oder so ziemlich oft. Kann ich eine Fackel mitnehmen oder so? Ich hab bestimmt eine scheiß Fackel schon übersehen, oder? Das hier? Nein. Oh, oh. Press and hold control to crouch. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Okay. Da hinten ist wieder eine Notiz. Was sagt die mir? Da steht wahrscheinlich drauf, du Idiot, du hast die Fackel vergessen. Due to illness spreading among the servants, the eastern catacombs has been locked down and is unter Quarantäne. The bridge leading to this area may not be lowered at any times by anyone, unless explicit orders has been given by the High Hierophant. Okay, was heißt das, dass wir am Arsch sind, dass die Brücke irgendwie nicht... Dass die Brücke nicht... Ach du Scheiße, ist das dunkel. Fuck, Tee! Nee, war nicht... Okay, ich kann mich erinnern, dass am Anfang stand das T für Torch, oder? Die Fackel. Press and hold Q to lean. Ah, guck mal, man kann sich so ein bisschen hin und her lehnen. Alles klar. Oh mein Gott, okay. Also noch ist es... Press right button, mouse button to drop Torch and hold to release mouse button to throw Torch. Ach so, nein, ich will sie nicht wegwerfen. T. Scheiße. Nimm die Scheiße hier. Oh nein. Heb sie ja. Okay. Ich glaube, diese Orte sind auch dazu da, damit ich mich immer verstecken kann. Es ist auf einmal so dunkel geworden hier. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts, oder? Warte mal, ich werde gleich mal ganz kurz hier Feuer suchen. Einen Moment. Da. Leute, das könnt ihr mir jetzt nicht antun, Mann. Weder kommen jetzt irgendwelche krassen Jumpscares, weil ich habe gestern Wolfenstein gespielt und Wolfenstein, naja, also nicht gerade ein Horrorspiel, aber ich habe mich mehr als erschrocken als in Obscuritas. Ich bin ein ziemliches Weichei geworden. Was ist das hier? Wieder eine Notiz. I'm in Hades. It's dark here. I have not seen the light of the sun in days. The slaves father sent to guard me let their eyes linger longer than they should. It makes me skin crawl. The master comes by now and then to leave supplies, but never stays long. They haven't acted upon the things I see in their minds, but I can't sleep with the Sukta. I wish father was... Ach, Moment mal, ist das hier... Also oben ist irgendwie eine Krankheit ausgebrochen. Deswegen sind die jetzt hier runtergegangen und haben hier gelebt. Aber jetzt natürlich... Natürlich drehen sie jetzt hier durch. Da, man hört die Leute husten. Die Krankheiten. Scheiße, ich hoffe, ich stecke mich nicht an, ey. Denn ich muss noch weiter Videos produzieren. Kranker Let's Player ist immer scheiße. Torches will burn out. Oh, das ist nicht gut. Das ist keine gute Info, die du mir gerade gegeben hast. Okay, du siehst irgendwie... Okay, ich habe keine Ahnung, wofür du hier warst, aber ich habe so eine Ahnung, für was du genutzt wurdest. Achso, Fackel halten. Wahrscheinlich eine Fackel halten? Nein? Willst du was anderes halten, Baby? Nein, lass mir das. Let's go. Oh mein Gott. Hier ist noch eine Notiz. Habe ich die jetzt schon gelesen oder nicht? Ich weiß es nicht, Mann. Da hinten ist auf jeden Fall ein bisschen Licht, aber da kommen wir halt nicht durch, weil... wir zu doof sind und hier nicht durchkrabbeln können. Verdammt! Gut, dann suchen wir halt weiter nach irgendeinem anderen Ausgang. Und wo bleibt diese Medusa? Ich will dich endlich sehen, damit ich keinen Respekt mehr vor dir habe. Das ist immer der schlimmste Moment in Horrorspielen. Weißt du, dass du... gar nicht weißt, was auf dich warten wird. Und dann, wenn du es gesehen hast, denkst du dir... Oh, du kannst dich wehren? Ich kann mich wehren? Wo ist denn der Bogen? Ich kann mich... Was? Ich kann schießen? Oh, das ist ja interessant. Das machen wir aber gleich. Ich mach das gleich. Warte mal. Hier ist noch eine Torch. Dann nehme ich die lieber mit. So. Press T or pick up a torch from your quiver. Okay. Huh, Mann, ey. Gut, wir können uns wehren. Wieso leuchtet das da oben? Kann ich das vielleicht anschießen? Das sieht aus, als könnte ich es anschießen. Yep. So, das legen wir jetzt mal hier ab. Nicht fallen lassen. Jetzt pass auf. Und... Schuss! Yes! Verdammt nochmal. Ich wusste, es lohnt sich in Overwatch Hanzo zu spielen. Oh. Okay. Die Brücke ist jetzt auf jeden Fall unten. Das ist sehr gut.
Aber wo ist diese Medusa, die auf uns wartet? Hallo? Scheiße? Oh, habt ihr es gesehen? Ich schimmel schon wieder. Oh nein, warte, jetzt mache ich mal ganz kurz das Licht an. Habt ihr es gesehen da? Kann man das Spiel heller machen? Option? Nee, kann man nicht heller machen. Doch, Brightness. Da, so ein bisschen, ne? Aber nicht zu sehr. Ist ein Horrorspiel. Resume. Da, so ein bisschen heller. Da war gerade irgendwie so ein Ziegenteil oder so. Das sah nicht aus wie eine Medusa, sondern wie ein... wie ein Minotaure. Genau. Oh. Geht das? Oh, schade. Wäre cool, wenn ich jetzt grünes Feuer hätte. Ich frag mich, ob ich auch diesen Minotaurin anschießen kann. Oh, ich dachte, ich werde verfolgt. Wir merken uns auf jeden Fall da unten. Da kann ich mich verstecken, wenn gleich etwas Böses kommt. Ich glaube nämlich, dass wir gleich verfolgt werden. Ha! Mann! Hey! Was ist denn los? Achso, du hast dich jetzt erst erschrocken. Ja, ich habe mich schon eben erschrocken. Kann ich da nicht durch, oder was? Doch. Wäre lächerlich, wenn nicht. Nimm mit. Last night they came in when I was sleeping. I was so certain I had barred the door, but I must have forgotten. Such a small mistake. When father comes, you will have them killed. I told them so and they laughed. Why would they laugh? It hurt more than the rest. The bones sing to me now. A worthless hymn. It helped me after they left. I just lay there and listened to it. Oh mein Gott, der hört den Knochen zu. Den Knochen seiner Freunde. Er hört da Musik und so ein Scheiß. Was ist das denn für ein kranker Typ? Okay. Jetzt kommt er wahrscheinlich zurück, oder? Und ich muss nach rechts. Nein? Okay, gut, dann halt nicht, Mann. Dann halt nicht. Ich dachte, ich kann schon das Spiel so ein bisschen einschätzen. Oh. Okay, ich muss sagen, die Atmosphäre ist doch schon ziemlich cool. Hier sind noch mehr Zettel. Ah, warte. Wir haben keine Zeit gerade für Zettel. Ich muss Minotauren töten. Und andere Teile. Ich komme da nicht an, wahrscheinlich, weil ich schon voll bin oder so. Okay. Let's go. Ja, hier geht's runter. Ups, da hat jemand das Feuer ausgepustet. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich jetzt runtergehe. Also den richtigen Weg gehe überhaupt, aber es geht weiter, ne? Und wenn es weitergeht, dann ist es meistens gut. In 90% der Fälle. Und in den restlichen 10 ist es... gar nicht gut! Scheiße! Wir müssen uns hier verstecken, oder? Nein. Oh, weil mir das sehr eigenartig vorkam. Hier dieser Strich in der Mitte. Ich dachte, hier wird irgendetwas getriggert. Irgendeine Kugel oder sowas, die uns gleich zerquetscht. Und deswegen wollte ich mich verstecken. Verdammt nochmal. Ich dachte, ich bin klug. Aber anscheinend nicht. Hallo? Auch nichts. Na gut. Dann... wir hören immer noch Menschen schreien. Nee, kann ich nicht aufheben. Ich bin voll. I buried Timaeus today. It had to be done in secret, but he deserved a place of honor for his sacrifice. I washed his bones myself and sent them down with the acolytes to be buried in the tombs under a false name. I cannot risk going down for a visit, but I miss him more than anything. The Hierophant suspected someone amongst the lower priests have stolen her away, but so far his search has yielded no results, okay? Okay. Ah, warte mal, hier ist noch ein Weg. Warte mal, von wo kam ich? Ich glaube von... Ha! Scheiße! Oh, ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, jetzt kommt etwas, oder? Nein. Mama mia. The mark of slave will set you free, but bands of iron are not the key. Scheiße, komm mal jetzt nicht mit Rätseln. Was hat er gerade gesagt? Irgendwas... Das Symbol des Sklaven. Aber es ist nicht der Schlüssel. Was ist dann der Schlüssel? Komm schon, hol dir eine Torch. Wo ist die Torch hin? Da ist die doch. Schön anzünden, mein Freund. Okay. An irgendeiner Kette vielleicht ziehen? Nee, es geht noch weiter. Ich dachte, hier müssen wir jetzt irgendein scheiß Rätsel lösen. Anscheinend nicht. Oh, schöne Wassereffekte. Das Spiel ist bestimmt auch schon verdammt alt, oder? Oder vielleicht auch nicht. Die meisten Leute haben es schon vor ein paar Monaten gespielt, also Jahre kann es nicht auf Steam unterwegs sein.
Das ist eine Ziege, kein Medusa. Oh, Scheiße, das lädt. Also. Oh oh. Ich glaube, ich soll die Scheiße jetzt fallen lassen, oder? Im Wasser. Komm schon. Geh aus, geh aus, geh aus. Wo ist mein Bogen? Da ist mein Bogen. Ich werde dich sowas von zerstören, Mann. Kann ich den zerstören? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, nein, nicht. Oh, 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 hat er mich gesehen? Dreh dich bitte nicht um. Sehr gut. Vielleicht hätte ich jetzt auch meine Fackel mitnehmen können. Kommt er zurück? Das klingt so, als würde er zurückkommen. Gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Wird schon recht. Der kommt zurück. Oh nein, der kommt zurück. Und das ist eine scheiß Sackgasse. Oder komme ich da doch noch irgendwie durch? Kann ich mich da durchquetschen? Ich kann mich aber hier verstecken. Interessant. Oh, das ist gut. Meine Haare sind so voluminös. Wow. Ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen, wo der ist. Ich versuche da hinzuhören. Er geht aber, glaube ich, weg. Fuck! Ich glaube, der ist gerade wieder hierher gekommen. Ich check gerade überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ist das vielleicht hier richtig? Nein, ich glaube, das sind alles Orte, um zu verstecken. Wir haben jetzt einen Fall gefunden, okay, aber... Scheiße, okay, 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 jetzt ist er unterwegs, jetzt ist er unterwegs. Jetzt ist er hier wieder im Raum. Jetzt müssen wir warten, bis er einmal hier einmal drumherum geht und dann wieder abhaut, ne? Oder wir jagen ihm so einen Pfeil in den Körper. Ich weiß nicht, Mann, ich kann... Soll ich das mal versuchen? Ich versuche das mal. Wieso wurde mir sonst ein Pfeil dort gegeben? Okay! Oh mein Gott! Ja! In den Poppes! Oh! Das würde mir auch wehtun. Oh mein Gott. Okay, kann ich mir das hier holen? Da ist ein Pfeil, den hole ich mir jetzt wieder. Kann ich mir auch den Pfeil aus dem Booty wiederholen? Oh nein. Scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße. Okay, 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 komm her. Nein, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Das ist nicht gut. Oh, ich renn rüber, ich renn rüber. Fuck! Scheiße. Puh. Okay, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Wir sind jetzt hier den richtigen Weg gegangen. Gut, wo ist die Torch? Schnapp dir die Torch und zünde sie an. Komm, da oben. Der kommt nicht an, wir sind klein. Oh, Mann. Und hier geht's anscheinend nicht weiter, oder was? Oder kann ich hier drüber? Kann ich irgendwo drunter? Kann ich drunter, drüber irgendetwas tun? Komm schon. Zünd die Scheiße an. Du kannst mir jetzt nicht eine Sackgasse antun. Ich glaube, ich muss hier rüber, oder? Geduckt hier durch. Yep, okay. Na? Was, das sind keine Feuerquellen oder was? Doch, komm schon. Ich habe selbst am grünen Feuer anzünden können. Da hinten. Da hinten müssen wir hin. Na geht doch. Na super, perfekt. Okay, pass auf. Hier sind die ganzen... Schlafdinger. Schlafzelte, wo sie gepennt haben. Okay. Eieiei, ich hätte auch keinen Bock hier unten zu leben, ganz ehrlich. Ich würde auch durchdrehen und zu einer Ziege werden. Hätte ich keinen Snickers. Okay. Scheiße. Das ist schon creepy, wie das Ding rumrennt. Und es ist auch verdammt schnell unterwegs. Es ist verdammt schnell unterwegs. Da drunter kann ich nicht durch, oder? Oder doch? Nein? Okay, hier müssen wir nur den richtigen Weg finden. Es ist zwar ein kleines Labyrinth, aber trotzdem noch irgendwie übersichtlich. So halbwegs. Muss ich hier lang? Ich sprinte jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass er hier... Der ist hinter mir, oder? Oder ist er vor mir? Fuck!
Wo ist der? Ich muss da links hin. Nein! Scheiße! Oh, ich hätte vielleicht warten müssen, bis er abhaut, aber ich glaube, der hat mich gesehen. Nein, wo fange ich denn jetzt an? Ach, guck mal, das ist hier. Es gibt keine Checkpoints. Wie gut ist das denn bitte? Sehr schön, warte mal. Guck mal, das Spiel ist kostenlos auf Steam und weiß wenigstens, wie man was Checkpoints sind, nicht wahr? Skurita, was? Nein, hab mich erwischt. Scheiße. Ich hasse es, verfolgt zu werden. Aber ich hasse es auch zu schleichen, wie sonst was hier. Das ist viel zu langsam. Ich will eigentlich durchkommen. Ich will diese Medusa sehen. Mir wurde hier eine Medusa versprochen. Okay, da ist er. Da ist der Ziegenmann, da ist der Ziegenmann. So, hier sind wir zunächst hingegangen und dann sind wir gleich dahin gegangen, da hinten hin. Das heißt, der Typ haut ab, ne? Irgendwo komplett... Ach so, er geht genau diesen Weg, ey, scheiße. Na, kein Wunder, dass ich ihn dort getroffen habe. Okay, pass auf. Pass auf, wir gehen da jetzt hin und verfolgen ihn so ein bisschen. Und wenn wir jetzt schneller da sind, dann heißt es aber auch, dass wir da schneller um die Ecke kommen, nicht wahr? Warte, nicht sprinten, nicht sprinten. Der geht weg. Der geht weg. Ja, der geht weg. Sehr gut. Hinter dieser Säule, da muss ich drunter durch. Da muss ich ganz schnell drunter durch. Hä? Hinter der Säule ist plötzlich nichts mehr. Hinter der Säule war's. Musik beruhigt uns, das heißt, wir haben es geschafft, oder was? Interessant, interessant, Mann. Oh, Mann. Der Entwickler hat die Atmosphäre auf jeden Fall gut hinbekommen. Gut, die Musik verschwindet jetzt wieder langsam. Nein, heißt das hier? Da sind die Knochen. Okay, ich geh einfach mal geradeaus durch, ne? Ich folge mal diesem Strich hier auf dem Boden. Ah, oh Gott. Das waren nur versteinerte Leute. Holy fuck. Was ist das denn hier? Ich will auch, dass man aus meinem Knochen dann sowas Hübsches macht. Oh, da knurrt etwas. Und das ist diesmal nicht mein Magen. Auch das zweite Mal. Ist das eine Medusa? Oder doch nicht? Hallo? Ich gehe jetzt einfach mal schnurstracks rein hier. Ich werde verfolgt, oder? Oh, ich muss mich beeilen. Wahrscheinlich muss ich gleich in irgendeine Höhle. Also, links oder rechts rein. Scheiße, komm schon. Lauf! Oh, das ist die ganz alte Unreal Engine. Na, guck mal, die allererste oder was? Oder welche? Ist nicht die vierte auf jeden Fall. Ist es die vierte Unreal Engine? Ist es gerade erst... Ist es doch neu rausgekommen, oder was? Das ist aber nicht die Unreal 4 Engine, oder? Oder doch? Wow, das war echt ein cooles Abenteuer, Mann. Vielen lieben Dank dafür, mein Guter. Falls ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare und ihr kommt dann ins nächste Video rein. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und scheiße, diese Haare. Wow. Bäh, aha. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harley.